Und da sind wir zurück bei Far Cry 4 DLC Teil der Yetis, wo wir uns vorbereiten sollen, weil irgendjemand uns angreifen will. Ich sag euch gleich, ist überhaupt gar nicht meins. Erste Nacht. So, wo sind denn hier die Minen, meine Lieben? Dann packe ich hier ein paar Minen hin. Wo sind denn die? Wir greifen die Station von Norden aus an. Von Norden. Ich habe keine Ahnung, wo Norden ist. Ich bin gleich an der Station. Wie ist eure Position? Weg, direkt hinter dir. Ja, ist nicht so meins, ne? Leg die mal dahin, AJ. Okay, bereit? Vorrücken. Oh. Rücken vor. Und ich hab mir... Das ist ja natürlich ein Traum. Ich hab mir eine neue Waffe geholt. Ich frag mich nur, wo sie ist. Da ist sie. Ist sie das? Ich würde hier gerne eine andere Position haben, wenn ich ehrlich bin. Ja, ja. Alter, was ist denn das für eine Waffe? Was hat mir hier gekauft? Die heißt der Bohrer. Und ich sehe irgendwie nichts. Bring die Sprengladung an. Bring die Sprengladung an. Und die ist irgendwie komisch, die Waffe, muss ich ja ehrlich sagen. Ist der tot? Ich hoffe. Ich sehe genau gar nichts, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Die haben irgendwelche Sprengladungen angebracht, was unpraktisch ist. Ist hier noch irgendwo eine Sprengladung? Sprengladung? Hallo? Was ist denn das für eine Waffe? Ich habe mir die einfach nur gekauft, weil ich mir dachte... Weil ich mir dachte, ich sehe keinen. Ich bin immer blind bei so einem Wetter und überhaupt. Alter, ist die lahm. Die hat auch nicht gerade die gute Range, muss ich sagen. Tot? Sind beide tot? Ja. Muss ich sagen, die hat mir eigentlich nur gekauft, weil die mit am attraktivsten aussah. Attraktivsten, mein Gott. Wenn man schnell redet, dann... Aber die ist irgendwie lahm und komisch. Was bist denn du? Aber Wuffi, tu... Alter, die ist wirklich... Die ist richtig kacke, die Waffe. Ich versuche mal aus der Hüfte zu schießen. Achso, wo ist denn der Hund? Da. Ich vermisse meinen Schredder. Der ist so... Ich mag halt nicht so eine Lahmwaffen, kann ich nicht so gut umgehen. Muss, wenn ich überhaupt mit irgendwelchen Waffen umgehen kann, davon mal abgesehen. Wo bist du, Idiot? Naja, bis jetzt... Geht's ja. Was? Angriff Nummer 2? Na, durchsuchen wir mal kurz die Herren, dann können wir uns wieder ein paar Sachen kaufen. Alter, die Waffe ist wirklich, die ist komisch. Ich glaube, der Teig jetzt schon zum 5. Mal gesagt. Und ich habe auch, glaube ich, noch nicht erwähnt, dass ich sowas hasse. Ich mag sowas nicht. Ein alter Porno. Sehr gut. Ich häute mal das Tier hier. Bereite mich wirklich super gut darauf vor hier. Gibt's irgendwie Munition? Da. Gibt's ein Medikit, was mich nicht weiterbringt? AJ, gehen wir da hoch. Jetzt kommen die von da. Und von da. Okay. Wo ist denn der andere? Ach, da. Den hab ich nicht gesehen. Nee, das war daneben. Jetzt kommen die alle von da oben. Wo sind denn? Hab ich Granaten ausgewählt? Oder hab ich Messer ausgewählt? Das ist mir gerade nicht schlüssig. Da. Ah, Alter, diese Waffe. Und das ist wieder ein Hund. Und das ist der nächste. Was? Ah, ihr seid... Ich glaube, das sind ja hier die Jalung-Typen, ne? Bringt die Sprengladung an. What? Von wo? Ich sehe dich nicht. Was? Er nachladen? So nach 5000 Schüssen mal nachladen? Was ist denn das für eine Waffe? Die heißt der Bohrer. Ich noch nie benutzt. Muss ich... Oh, wartet mal. Ah! Oh! Wartet mal, ist auch gut. Die warten bestimmt auf mich, die Leute. Wo ist denn der? Ist das ein Jäger? Ach, der ist tot. Alter, den sieht man wirklich so schlecht. Hilfe! Boden, Boden. Ich sehe keinen roten. Das ist ein roter Fleck. Wo bist denn du, mein Lieber? Da bist du. Ich sehe dich. Ist das ein Jäger? Oh, haben wir es geschafft? Das ging ja besser, als ich dachte. Also... Wir haben die erste Nacht überlebt. Alter, die Waffe, die ist ja richtig abartig. So, jetzt müssen wir looten. Oder auch nicht. Lernen wir jetzt Leute kennen? Neue Relaisstation Upgrades wurden am Handelspost freigeschalten. Du kannst jetzt das Tal erkunden. Ja. Du wirst auf Upgrade-Aufgaben stoßen, mit denen du die Verteidigung der Relaisstation aufrüsten kannst. Die Humas-Expedition hat viele mächtige Waffen zurückgelassen, die du im Tal einsammeln kannst. Na klar. Also wie ihr sagt, ich mache hier nicht...
Stupide nur, diese Taubdinge, ich hab auch Spaß an anderen Sachen. Ach, die muss ich jetzt nochmal neu... Ach so. Das hat mir... Ach so. Ja, na dann. Fangen wir mal an. Wir haben 9 Punkte zu vergeben. Der Tiger, was waren das nochmal? Pistolen, Takedown, boah, nee, komm, Scene Takedown. Oh, allzeitbereit Waffen wechseln und zielen mit. Das finde ich gut, das nehme ich. Was? Die folgende Fähigkeit wird benötigt beim Sprint nachladen. Wo ist denn ditte? Wo ist denn beim Sprint nachladen? Beim Sprint nachladen? Hallo? Das hat ja gerade gemacht. Wo ist bitte beim Sprint nachladen? Was ist hier irgendwo ein schneller Pfeil und so? Pistolen, Takedown. Nee, if you want. Nonstop, du kannst endlos sprinten. Hä? 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 Ha, 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 ha. Überlebensspritze, Fokusspritze. Sage. Oder. Ach, ich. Ach so! Ach, ihr zeigt mich. Ihr zeigt mich irritieren lassen. Ich muss ne. Ach so! Oh Gott, Annika, ich dachte gerade, weil das schon farbig war, dass das schon ist, so und so. Okay, das sind die Sachen, die man nicht braucht bei dem... Ach so, ich verstehe. Naja, dann sollten wir hier mal anfangen. Ja, das will ich auf jeden Fall machen. Jetzt haben wir noch 6 Punkte, dann sollten wir mal nach hier drüben gehen. Das auf jeden Fall. Ich bin immer so ein Gesundheitstyp, ich brauche das immer. Was stellt Spritzen her mit dem du? Nee, brauchen wir noch nicht. Nashorn. Weniger Schaden durch Feuer und Explosion. Na! Doppelt so viele Blätter und geschwind... Ach, nee, 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 nee. Ich glaube, ich nehme mal das noch mit den Blättern. Das finde ich immer ganz geil. Jetzt haben wir noch 3 Punkte. Dann müssen wir hier auf jeden Fall Messerwurf Takedown. Das haben wir. Tod von oben. Beute Takedown? Nö. Bewegliche Ziel? Nee, auch nicht. Konzentriertes Fahren. Oh, das sind alle so Sachen, ich weiß nicht. Die benutze ich eigentlich nicht so oft, deswegen. Okay, wenn ich. Okay, das ist natürlich geil. Das kann jetzt hier nur noch Stunden dauern, ne? Bis ich mich mal entschieden habe. Das hat doch immer. Ach so, wenn. Dann sollte ich das vielleicht nehmen noch. Und jetzt haben wir noch einen Punkt. Der kostet einen. Das kostet alles einen hier vorne immer, ne? Ne, das kosten es. Ah! Nicht so schnell. Mit der Seitenwaffe schießen, ist aber eigentlich auch nicht so schlecht, weil ich wirklich oft Leichen bewege. Ich nehme das jetzt einfach mal. So. Dann wären wir hier fertig. Müssen wir jetzt noch irgendwas herstellen? Hallo? Stand da nicht irgendwas mit herstellen? Nö. Na dann halt nicht. So, wir müssen. Ich hoffe, wir können die Sachen noch, die Leute hier looten. Wie lange will er mir das jetzt noch anzeigen? Wollte gerade sagen. Bitte geh weg. Gehe weg. Anzeige. So, wir machen jetzt hier looten, looten, looten. Wir brauchen das alles, das ganze Zeug. Bin ich jetzt eigentlich hier Muttersehen alleine in dieser Relaisstation oder kommen da jetzt noch Leute? Habe ich den gerade schon gelootet? Ach, das ist manchmal... Manchmal ist das nicht so einfach. Alles klar, ich habe irgendwie völlig mal wieder übersehen, so wie so oft, dass wir hier auch... Ich dachte, wir haben unsere Fähigkeit sozusagen, unsere Fähigkeit mitgenommen aus Far Cry 4. Was war das für ein Geräusch? Ich kann nur manche Fähigkeiten nicht benutzen. Aber es scheint wohl nicht so zu sein. Dann loote ich die Leute, um mir Sachen zu verkaufen. Das muss sein. Das tut mir leid. Alter, diese Waffe, ne? Schwer verliert Vieh. Ist nicht so meins. Was ist denn das hier? Ach, ist eine Fackel. Aha. Ein Huhn! Oder was bist du? Was seid denn ihr? Hallo! Ihr toten Hühner! Also in Skyrim wäre ich jetzt schon für die Todesstrafe ausgesucht. Federn. Achso. Könnt ihr was anfangen? Was konnte man nochmal mit Federn machen? Wisst ihr gar nicht mehr. So. Warum ruckelt gerade mein Spiel so? Ist sehr seltsam. Sehr seltsam. Oh Mann.
Macht das hier um ein Ende? Ich glaube, so viele Sachen kann ich bestimmt alleine verkaufen, oder? Das ist voll. Hier liegen sie gleich übereinander. Ich wollte dich nicht stören, Jungs. Wirklich nicht. Na? 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 Nee. Hört da, ich schieße? Gewiss. Oh! Sachen hat eine sammelt. Jetzt haben wir hier auch so einen Schlitten, mit dem wir so super fahren können. So. So, das reicht, glaube ich, erstmal. Dann gehen wir mal rein. Verkaufen das Zeug, vielleicht können wir uns ja auch was Neues holen. Das haben wir jetzt hier schon aufgerüstet. Also liegt jetzt hier immer so ein Ding da, oder wie soll ich das verstehen? So, na. Gehen wir da rein. AJ! Aufwachen, wir haben... Oh, die haben meinen Freund. Ist ja nett. Wartet, sofort. Ich muss nur nochmal schnell hier hin. Die haben meinen Freund. Meinen die mit meinem Freund, der Newton-Piloten? Ging das damals auch schon? Einfach mal draufklicken, verkaufen? Weißt, was sie nicht erinnert haben, ist... Ich meine, also, wenn man eine Weile Far Cry 4 spielt, weiß man irgendwann im Startbildschirm, dass das Spiel von Ubisoft ist, dass es die Dunea Engine ist, von Nvidia gesponsert oder Nvidia unterstützt oder Nvidia-Karten unterstützen das Spiel sozusagen und dass das Spiel Far Cry 4 heißt. Man kann es nicht wegklicken, das nervt mich so unglaublich, könnt ihr euch ja nicht vorstellen. In jedem anderen Spiel kann man den Scheiß wegklicken, aber nicht hier. So, passt auf, hier kann ich hier Einzigartiges. Diese Waffe habe ich gekauft, der Bohrer. Also irgendwie, ja, wieso auch nicht. Ist jetzt nicht so der Traum, aber ich wollte eine dicke, fette Waffe im Inventar haben, da fühle ich mich gleich besser. So. Haben wir jetzt schon, wir haben keine neuen Waffen freigeschaltet. Wir könnten uns, ja, das können wir... Wollte gerade sagen. So komisch. Haftgranaten, wir können einfach mal... Das können wir machen. Jupp. Wir haben ja keine Granaten geworfen. Ja, ich kann dich hören. Hallo? Hallo? Wer ist da? Hat dir mein Bergungstrupp letzte Nacht gefallen? Mm. Ja, super. Wer verdammt bist du? Es spielt keine Rolle, wer ich bin. Was zählt ist, dass ich deinen Freund habe und dass ich ihn töten werde. Was soll das heißen? Wen hast du? Na, deinen Piloten. Den wir abgeschossen haben. Und was willst du? Was ich will? Ich will dich. Ich will, dass du ihn retten kommst. Damit ich auf dich herabsehen und deinen Wert in Yalungs Augen beurteilen kann. Und wenn ich nicht komme? Dann stirbt der Pilot. Das ist verrückt. Ja. Vom Regen in die Traufe. Die wissen wohl nicht, dass Pagan mein Stiefpapi ist. Hallo? Ach, diese Idioten, ey, Mann. Super. Haben wir eine Karte? Oh, also... Ist ja dann doch größer, als ich dachte. Cool, wir haben ein bisschen was zu tun. Finde ich richtig gut, muss ich sagen. Habe ich ja gar nichts dagegen. Ist das, was ist denn hier? Und er sammelt diese Waffe. Okay, da gehen wir dann gleich mal hin, würde ich sagen. Oh cool. Wir müssen, ist das hier aktuelles Ziel? Ist nach da, alle klar? Also keine Ahnung, ob wir hier alles schaffen werden. Ne, du... Kommt ja mal drauf an. Ich werde natürlich so ein bisschen die Hauptquest verfolgen, aber wenn ich das so hier sehe, dann gehe ich da halt natürlich auch hin. Rose. So, wo war das jetzt? Ich hätte mir mal einen Punkt setzen sollen. Wäre vielleicht schlau. Ist ja eigentlich fast um eine Ecke, aber... Ah, da unten lang. Da waren wir noch nicht. Versuche nochmal überall rüber zu latschen. Vielleicht... Ich habe ja gerade Munition gekauft. Totaler Quatsch. Hier sind... Wie viele Spritzen können wir aufnehmen? Anscheinend nur 5. Huch! Ach je, Gott, das zeigt hier irgendwie ideal. Da hinten ist so ein Schneeflug. Flum! Oh Gott, muss arschkalt sein, das Wasser. Und AJ läuft da einfach durch. Achso, wir müssen da hoch. Aber diese Waffen hier will ich auf jeden Fall einsammeln, weil bessere Waffen sind immer besser. Logischerweise. Dann ist ein Wasserfall. Wasserfälle sind jetzt auch nicht gerade. Oder ist sogar hinterm Wasserfall. Ach nee, doch nee. Nee, ich möchte gern. Da möchte ich hin. Genau. Nicht gleich zum Piloten. Der ist da sowieso nicht.
Also ganz ehrlich, wen wollen sie damit reinlegen? Also, die Questleute, wen wollen die damit reinlegen, dass sie da schon den Piloten finden? Wir müssen ja auch erstmal auf eine Neti treffen. Ah, okay, ja, ich verstehe. Was ist denn hier? Ein Baralfell. Hier ist ein Zettel. Den lesen wir natürlich. Kam Lechts wissenschaftliches Tagebuch Teil 1. Der Marsch in das Tal war kräftezehrend. Ich bin müde, aber auch ziemlich aufgeregt. Wir haben eine sehr interessante Substanz gefunden, die an der Oberfläche der Tümpel in einer der Höhlen, die wir durchquert haben, schwimmt. Ich bereite gerade ein paar Tests vor und freue mich auf weitere Untersuchungen. Also es hat halt alles viel mit diesen heißen Quellen, diesen komischen Blumen und den ätherischen Sachen zu tun, die wohl nicht so ganz gesund sind. Ich muss die... Ach scheiße, Teig von vergessen. Ich muss immer... Habe ich eine Stufter 4? Achso, stimmt, ich habe ja nur... Und diese riesen Vieh. Ich muss immer die Sachen einmal aufnehmen und dann habe ich sie erst freischalten. Jetzt muss ich mal wieder so. So. Das ist irgendwie ein bisschen blöd gemacht, finde ich. Wo müssen wir denn jetzt? Wir müssen jetzt nach da. Was ist hier? Schlucht des Erwachens. Das ist ein Wegpunkt. Wir könnten ja mal kurz gucken, was wir so brauchen. Assam, Makakenfelde sind die, hier. Waffengut wäre. Honigdachse! Oh nein. Die geile Honigdachse! Nein! Oh nee, kommt! Oh, hier brauchen wir Affen. Schabrackendinger, die sind noch wenigstens cool. Köderbeutel. Stimmt, wir können ja auch Köder schmeißen. Teig auch schon völlig vergessen. Und hier eine Bärchenhaut. Na kommt, ich gehe erstmal zu der nächsten Quest. Wisst ihr, was ich vergessen habe? Ich wollte doch noch hier unser Ding upgraden. Wartet mal, na, das mache ich jetzt noch. Komm ich hier? Komm ich bestimmt nicht. Na, das mache ich jetzt aber noch, bevor wir zum Piloten gehen. Das lasse ich mir nicht nehmen. Ist ja hier gleich um der Ecke. Ist ja gar kein Problem. AJ, rennen. Bitte. Ah, haben wir jetzt wieder Pfeil aufgenommen? Oh, 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 hätte ich ja fast vergessen. So, ab rein hier. Seht ihr? Die 1911 haben wir. Die 1911. Die 1911 haben wir freigeschalten. Verkaufen, kaufen, anpassen. Station Upgrades, das ist das nördliche Befestigung. Ach so. Kauf ich. Kenne ich ja nicht. Nördlich, das ist ja, ja. Ah, okay. Ach, wir haben jetzt ein Tor und so. Aha. Dann ist ja super. Überleg gerade, ob wir jetzt die 1911 gleich nehmen als Waffe. Ja, obwohl, ist ja nur so eine, ist ja auch, glaube ich, eine Seitenwaffe, ne? Wir könnten jetzt ja mal auch die hier freischalten. Wo war das? Die Nummer 3. Einmal das und dann wieder einmal das. Und schon haben wir die Strohflinte freischalten. Tolles System. So, wir wollen jetzt aber zum Piloten. Ich nehme lieber den... Hallo? Eins? Eins hiptet nicht mehr, oder wie? Oh. Nee, eins hiptet tatsächlich nicht, weil ich habe aus Versehen meinen Bogen weggemacht. Ich bin noch gar nicht verwirrt, ne? Da. Hier, falsch. Danke. Möchte gerne meinen Bogen haben. Nett. So, jetzt aber. Hui! Da unten ist noch was. Oh, ich habe auch eine Aufmerksamkeitsspanne bei dem Spiel. Da. Sind Glöckchen, die klimpern. Glöckchen, die klimpern. Das ist ein rotes Blatt. Oh, wartet mal. Das ist hier so ein bisschen, ne, ein Vorbereitungspart. So ein rotes Blatt könnte ich nämlich auch hier brauchen. Wenn wir schon mal hier sind, erstmal ein bisschen vorbereiten, bevor wir da wie die Berserker reinstürmen. Wenn die ganze Schäden, hier ist noch irgendwo ein blauer. Aha. Hab ich gehört. So. Und davon kriegen wir ja alle gleich doppelt, weil wir diese Perk jetzt haben. Alles klar. Finde ich irgendwie cool, dass es wie so ein eigenständiges Spiel nochmal ist. Oder so gemacht. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Dachte das ja. Halt mich verguckt wohl. Ich verguck mich des Öfteren mal, aber halt wohl wirklich.
Nee, da ist nicht. So, hier hoch. Dann haben wir schon die nächste Waffe. Na Mensch, das steht da hier. Im Sauseschritt. Hier gehen aber auch andere Sachen im Sauseschritt. Was ist denn da ein Ausrufezeichen? Ja, aber ich meine, wir könnten ja auch, bevor wir den Piloten holen, mal so ein Ausrufezeichen machen. Das heißt halt, wer sich Far Cry nicht angeguckt hat, ich habe halt immer eigentlich alles ich habe immer alles gezeigt bei Far Cry. Und wenn ich darauf Lust hatte, habe ich es dann nochmal gemacht. Und wenn nicht, dann heißt es halt sein lassen. Aber ich habe es halt wenigstens mal gezeigt. Das sieht aus wie die Elefantenbüchse, muss ich ja sagen. So, okay. Die mit ihrer ekligen Haut, ey. Okay, wir müssen da hin. Und würde dann... Ah, ich mache lieber ein Ausrufezeichen, aber das mache ich dann erst im nächsten Part. Dann haben wir jetzt schon mal unsere Station gerettet hier in der Nacht mit dieser Aktion. War ja halb so schlimm, wie ich eigentlich dachte. Ich mag sowas nicht. Ich mag auch diese Arena-Sachen nicht so bei Far Cry. Was ist denn das da? Sieht ja geil aus. Sind die hier fleckt oder haben die Schnee drauf? Wisse ich gerade gar nicht. Aber ist ja auch real. Wir sehen uns einfach im nächsten Part wieder, wo wir dann hier so ein Ausrufezeichen machen. Wo ist denn eins? Da sind es in der Nähe. Eine Upgrade-Aufgabe. Naja, warum denn nicht? Machen wir einfach. Kenne ich ja nicht. Dann machen wir das. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Ciao.